Hallo ihr Lieben. Ja, ich bin heute etwas spät dran mit dem Video. Das ist im Moment, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist im Moment so viel täglich. Das ist unglaublich. Aber jetzt, ich habe Überraschungspost schon wieder bekommen. So schöne Überraschungspost. Das sind zwei große Schuhkartons voll. Und ich zeige euch gleich, was drin ist. Eine Weihnachtskarte. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Iris. Für diese Überraschung. Ich klappe es mal zu beiden Seiten auf. Einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. Guckt euch das mal an. Es ist ein Adventskalender. Ich werde immer so liebevoll für euch beschenkt. Das ist unglaublich. Und ich bin so neugierig, was da drin ist. Und alles so liebevoll eingepackt und in zwei Kartons. Das ist unfassbar. Hier hat sie noch eine hübsche Karte reingelegt. Der Adventskalender ist nur eine Kleinigkeit für etwas Farbe in dieser Winterszeit. Ich drücke dich ganz fest mit einem Herzchen drauf und oh mein Gott. Ja, ich werde immer wieder überrascht und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also tausend Dank. Jetzt habe ich einen Teekalender, Adventskalender, und ich habe so einen richtig tollen Kalender. Beim Tee, den kann ich dann täglich trinken. Und hier sind noch Überraschungen drin in Form von, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Und das wird, also da freue ich mich richtig drauf. Und ja, also die zwei habe ich noch bekommen. Und dann habe ich tatsächlich das noch bekommen. Muss man einmal. So. Dann habe ich noch einen Kalender bekommen. Also habe ich drei Adventskalender dieses Mal. Und zwar von dem lieben Gerhard. Schöne Grüße an dieser Stelle. Hat er mir einen ETC-Kalender fertig gemacht. Er hat, glaube ich, einen für seine Tochter noch gemacht, soweit ich das weiß. Und dann hat er mir noch einen kleinen Brief geschrieben. Und hier von 1 bis 24 hat er ganz hübsch, finde ich, so richtig mit gestanzt. Und, so, also das, und dann reißt man das so auf, das ist unfassbar liebevoll gestaltet, genauso wie der Teekalender, Adventskalender, genauso wie jetzt diese beiden großen Pakete, die standen gestern vor der Haustür. Ich war völlig baff und mein Schwiegervater guckte schon. Ich sagte, nein, das ist nichts Bestelltes, sondern das ist was Geschenktes. Und was soll ich sagen? Ich habe drei Adventskalender, obwohl ich geplant hatte, gar keinen zu haben. Und ja, bin begeistert, wie liebevoll, wie nett, wie großartig ihr seid. Dankeschön von Herzen an alle, die an mich denken. Und ich wollte euch jetzt nochmal mit dem Video kurz die übrig gebliebenen Weihnachtskarten zeigen, die ich dann jetzt demnächst auf Reisen schicken kann. Das dauert noch ein bisschen, weil meistens packe ich noch eine Kleinigkeit dazu. Es soll eine Kleinigkeit was Süßes mit rein. Es soll eine Kleinigkeit gebastelt mit rein, vielleicht auch noch was für Neujahr, dass man ein bisschen Glück hat im neuen Jahr. Ja, das ist ja so bei mir immer. Jetzt habe ich aber den Adventskalender, die Türchen 1 bis 24. Seit vorgestern sind alle Videos abgedreht, zumindest schon mal gedreht. Ich habe sie nummeriert, sodass ich auch nicht durcheinander komme und geguckt habe, sind auch wirklich alle da. Und dann geht das jetzt täglich ans Schneiden, Musik unterlegen, drauf, also Voice-Over drauflegen. Und ich hoffe sehr, dass euch das gefällt. Ich wollte euch das nur schon mal ankündigen. Ab nächste Woche Donnerstag müsste der 1. Dezember sein. Dann geht das los mit 24 Türchen. Und ich habe mich dieses Jahr für ETC-Karten entschieden. Und habe tatsächlich einiges anders gemacht als sonst. Den einen Tag hatte ich mal Lust auf das und auch von den Motiven her bin ich auch ein bisschen, ja, ich habe so meine Lieblingsfirmen, wie ihr wisst, und da habe ich mich so ein bisschen ausgetobt. Ja, so, und jetzt zeige ich euch noch mal kurz die Karten. Ich habe dieses Jahr, das erste Jahr, einige Slimline-Karten gemacht aufgrund diesem tollen Papier von Wimsky Stamps. Ich würde erstmal die Slimline-Karten machen. Könnt ihr das hier sehen, da ist sogar Glitzer drauf. Das ist Actionpapier und total, ja, clean and simple. Ihr kennt mich ja. Hier habe ich Nuvodrops. Das ist dieses hier. Das habe ich hier drauf gemacht. Eine rote Schleife. Und hier habe ich ganz normal dieses andere
Novodrop drauf gemacht. Ein paar Sprenkel, hier auch ein paar Sprenkel. Und hier sieht man auch, obwohl es fast eine gleiche Karte ist, das gleiche Papier ist, hier habe ich ein Wellenmuster ausgestanzt. Da ist es höher angebracht, da ist es ein bisschen tiefer. Der Bart ist ähnlich, das Geschenk ist anders und auch hier von den Farben her habe ich das ja, so ein bisschen variiert und auch mit den Sprüchen. Ihr kennt mich ja, es soll also immer ein Unikat zu euch kommen und am liebsten keine zwei gleichen Karten. Den habe ich hier richtig Spaß gehabt. Ich mag ja jetzt so gerne die Uhu-Stiften, die Brushmarker. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die tatsächlich auch so toll finde, aber ich tue es. Dann haben wir ja hier die Pinguine. Ich finde die so schön. So toll würde ich einen Hintergrund nie selber hinbekommen. Deswegen liebe ich dieses Papier. Das werde ich mir vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht gibt es dann auch schon wieder neue Motive. Hier mit den Eisscheuen finde ich auch so schön. Hier haben wir das nochmal mit hellblauem Papier. Das haben wir zusammen gemacht. Ich liebe dieses Jahr die Feen von CC Designs mit Glitzerflügel. Hier ist was ausgestanzt. Frohe Weihnachten. Hier ist auch nochmal frohe Weihnachten mit Glitzer, aber auf der rechten Seite und das so ein bisschen drüber. Diese hier finde ich wunderschön, hat gar keine Mattung, weil das Weiß so toll aussah. Dafür habe ich aber hier Glitzer und hier habe ich Glitzer Karton genommen zum Ausstanzen von frohe Weihnachten. Da brauchte ich gar nicht mehr viel machen, weil das ist schon so perfekt der Hintergrund. Deswegen, die sieht zwar super schlicht aus, aber ich liebe sie. Dann haben wir hier nochmal schöne Weihnachten mit einer blauen Mattung mit der Schrift. Hier habe ich auch nochmal gesprenkelt. Dann haben wir hier einen Yeti genommen, frohe Weihnachten. Hier habe ich nochmal die Feen, ich liebe sie, ne, mit dem Glitzer. Und für dich zum Feste nur das Beste. Ich hätte hier auch so einen Skifahrer nehmen können, aber irgendwie wollte sie unbedingt da drauf. Und dann haben wir hier schöne Weihnachtszeit mit diesem tollen Hintergrund. Und hier haben wir nochmal zauberhafte Weihnachten mit ein paar Animal Dots und auch wieder Glitzer von der Fee und diesmal auch eher in dem Farbton. Ich hätte vielleicht noch einen Touch Lila mehr machen können, aber als ich die alle koloriert hatte, hatte ich sie dann ja über und dann wollten sie auch unbedingt verwendet werden. Und die Karten werden verschenkt. Dann haben wir hier frohe Festtage mit dem Pinguin und von Clear Leaders. Hier haben wir frohe Weihnachten mit geglitzertem Papier und Glitzerflügel. Hier ist die Fee mit dem Kuss. Also das finde ich so schön. Die haucht so frohe Weihnachten. Da habe ich gesprenkelt. Hier habe ich ein paar gemalt. Die Schneeflocke von JM Creation ist gleich zum Einsatz gekommen. Auch mit Glitzer drauf. Die sieht immer so süß aus, finde ich. Ja, das Blau, da hätte ich vielleicht auch schwarz nehmen können. Sieht vielleicht ein Ticken besser aus. Auch die Flügel wieder beglitzert. Aber die hat zum Beispiel rosa Pünktchen, also als Wange und dann weiße Punkte drauf, die hier auch, die hier nicht, die auch nicht, also es ist super unterschiedlich und ihr seht ja auch fröhliche Feiertage, zauberhafte Weihnachten, schöne Weihnachtszeit, die haucht nochmal so eine schöne Weihnachtszeit drüber, super schlicht, ich weiß, aber ich finde persönlich die wunderschön und hier nochmal mit Glitzer und die Bärchen, die ich auch so sehr liebe. Schöne Weihnachtszeit. Sind dies ja echt nicht so viele? Ich weiß noch nicht. Ich hoffe, ich schaffe noch welche nachzubasteln. Jetzt geht es erstmal darum, mir zu überlegen, was packe ich in die Geschenke, in die kleinen Kartons mit rein oder in den Luftpolsterumschlag, damit es auch wirklich, wenn man es bekommt, sich nicht nur über eine Karte freut, sondern auch über eine andere Kleinigkeit. Ja, ihr Lieben, so viel erstmal von mir. Mehr war jetzt die Woche nicht drin. Ich bin, wie gesagt, ja, jetzt nur froh, dass der Adventskalender für uns steht. Ich hoffe, dass wir viel Freude damit haben. Die Karten sind soweit fertig. Die Goodies habe ich schon ganz viele hier vorbereitet noch nicht, aber die Naschi habe ich alle schon besorgt, damit das auch wirklich klappt. Und das andere, was ich vorhabe, schaffe ich vielleicht jetzt am Wochenende noch fertig zu machen. Okay, dann würde ich sagen, habt ein zauberhaftes Wochenende, lasst es euch gut gehen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht Black Friday noch im Kopf hat. Gestern und heute ist bei Papering Inc. in Amerika 40% Rabatt.
Da hat mir, ich glaube, Gina mir Bescheid gesagt und da habe ich gestern schon bestellt. Es sind diesmal 8 Sets und die haben auch Digitalstempel und da kam Digitalstempel, glaube ich, 2 € oder so. Und die müssen halt auch verwendet werden. Dann habe ich bei Isabel Christina Stamps ein Set, das ist auch digitaler Stempelset. So Happy New Year, glaube ich, heißt das. Das war ganz süß, da hatte ich auch was auf Instagram gesehen. Dann hatte ich bei Kreativdepot, ich hoffe, dass es morgen ankommt, bestellt vor ungefähr einer Woche oder ein bisschen länger als einer Woche. Da ist dann für die nächste Aktion in 2023 sind da die Stempelsets, 12 Stück auf jeden Fall, einen Stenzel dafür bestellt. Aber dann werde ich euch noch informieren. Und über die Aktion, die da kommt, ach, da freue ich mich schon riesig drauf. Aber noch verrate ich nichts. Das werde ich Anfang des Jahres dann verkünden, was wir da machen. Auf jeden Fall gibt es dann sowas wie eine Glücksbox. Sowas wie Happy Meal als Glücksbox. Ich habe mir jetzt extra die Stanzsäger von JM Creation bestellt. Also die ist ja schon ein paar Wochen hier. Und die wird dann auch zum Einsatz kommen. Und ich bin gespannt. Und dann gibt es auch mehr Infos dazu. So, ihr Lieben, habt einen schönen Freitag. Lasst es euch gut gehen. Genießt das Wochenende. Und viel Spaß beim Kreativsein. Macht's gut.